Leute, ich bin's Conny. Und damit sind wir angekommen in Collect All Pets. Meine Pets sind gerade am Farmen. Ich muss in The Forest sie farmen lassen. Okay, dann machen wir das auch einmal. Das ist auch wieder was komplett anderes. Jetzt fühle ich mich so langsam, weil ich eben noch Sonic gespielt habe. Aber einfach mal wieder reinkommen in entspanntes Collect All Pets. Da kann man die Lautstärke auch wieder höher stellen, weil das Spiel eine anständige Lautstärke hat. Ich habe auch meinen Boost immer noch drin vom letzten Mal. Das finde ich gut. Und heute ist die Mission, die 120 Pets für die nächste Area zusammenzukriegen. Weil ich habe jetzt schon lange nicht mehr Collect All Pets gespielt. Es wird Zeit. Wir collecten nochmal unsere Drops in the Forest. Und hier, die Leute mit ihren Skins hier so ein... Oh, das... Mit ihren Pets. Das sind so richtig coole Pets hier. Diese Schlange, dieses fette Krokodil. Oh mein Gott. Ich kenne das Spiel gar nicht. Ihr kennt das nicht? Na, das ist halt auch so eine Art Pet-Simulator. Oh, und hier kommt gerade zufälligerweise der Superkristall, den wir richtig schnell abbauen. Wir kriegen vielleicht... Ja, wir kriegen einen 60% Bonus. Kriegen wir, oder? 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 50%, na gut. 50% Bonus. Jetzt kommt hier sehr viele Drops raus. Perfekt. Also hier gibt es immer mal so Zufallsevents, wo dann so ein großer Kristall spawnt. Den kann man abbauen, dann gibt es dafür sehr viel Cash. So, collect all Drops. Jetzt machen wir das einmal. Bitter Turnipa habe ich gezogen. Hatte ich aber schon mal. Jetzt muss ich Gold in die Arktik earnen. Deswegen packe ich meine Pets einfach mal in die Arktik rein. Collect aber die Drops von da hinten noch, bevor die spawnen alle. Und hier ist das Prinzip eher so, dass man wirklich alle Pets collecten soll. Hier ist der Fokus mehr auf die Pet Collection gelegt. Wie bei Pokémon, bei dem Pokédex. Die Pet-Stärken richten sich hier nach ihren Seltenheitsgraden. Ihr seht hier, so stark sind die jeweiligen Pets. Commons machen 10 Schaden, Shiny Commons 18 Schaden und so weiter. Zum Oster-Event war es scheinbar so, dass die Osterhasen 150 Schaden gemacht haben. Was ich auch ziemlich krass finde. Aber leider hatte ich keine Osterhasen. Die habe ich alle weggefused, bevor ich es erfahren habe. Naja, man muss hier so ein paar Aufgaben erfüllen. Lässt seine Pets Sachen abbauen. Und kann dann Coins farmen. Und damit weitere Pets freischalten. Was ist das hier? Fuse All. Fuse All ist ein Game Pass. Ah, verstanden. Okay. So, dann hier nächstes Ei öffnen. Green Duck. Eigentlich, ich weiß es gar nicht. Leute, was wäre jetzt eigentlich schlauer? So richtig viele von den Common Eggs öffnen. Weil von denen kann ich mir unendlich viele leisten. Wenn ich ein Egg geöffnet habe, habe ich das Geld wieder drin. Oder doch jetzt schon von den Eggs hier was kaufen. Ich weiß es nicht. Na gut, dann öffne ich jetzt Uncommon Eggs. Wobei, noch ein Common Egg. So, und dann öffnen wir jetzt Uncommon Eggs. Hab OP-Pets. Ich habe noch keine OP-Pets. Aber ich finde es schön, dass man hier alleine farmen kann. Es ist einfach entspannt, wenn man das Spiel mal so von selbst einfach so erleben kann. Von sich aus Planter. Jetzt Fiery Dragonet. Vielleicht sind ja auch ein paar Pets dann dabei, die ich noch nicht hatte. Aber ich habe schon sehr viele Common- und Uncommon-Pets. Du hattest gerade 187 Likes. Cool. Oh, ich habe auch... Mist, das habe ich auf den Chat geguckt. Jetzt weiß ich nicht, welches Pet ich eben freigeschaltet habe. Schade. Ah... Sieht einer aus wie du, so ist das Leben. Leopard, yeah. Ich öffne jetzt so lange, bis ich noch ein neues Pet habe. Oder bis ich die Mission da oben fertig habe. Oder bis mein Geld alle ist, weil das kann... Oh, ich habe ein neues... Jetzt habe ich schon wieder geskippt, Mist. Na gut. So, ich habe jetzt ein paar Pets jetzt gehatcht. Und die fusen wir jetzt alle mal zusammen hier. So, Fuse. Und ihr habt recht, ich hätte die Uncommon Eggs öffnen sollen, weil so macht mir das keinen Bock. So, und jetzt kann ich die Uncommon-Pets auch fusen und krieg dann neue Rare-Pets. Und davon habe ich die meisten noch nicht. Ein Zebra habe ich jetzt. So, als nächstes bekomme ich dann Ghostly Hatchling. Wie gesagt, die Hatchling-Reihe gefällt mir nicht. Und hier kriege ich noch ein Ghostly Hatchling. Wow, jetzt habe ich keine Lust mehr. Kangaroo, yeah. Warte einen Augenblick. So, jetzt. Brown Bear, oh, der sieht auch fett aus. Aber auch, er lächelt auch. So, Fuse, habe ich gesagt. Fuse und ich bekomme eine Honeybee. Okay, jetzt will ich einmal in meine Pet Collection gucken, ein bisschen was einsammeln. Ich habe jetzt 96 Pets, mir fehlt immer noch ein Common Pet. Mir fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Uncommon Pets, vielleicht 13. Und ich habe noch nicht so viele Rare Pets, aber ich habe jetzt genug Rare Pets, um sie zu fusen. Warte, ich will die Hatchlings wegfusen. Brown Bear behalte ich und die Hatchlings kommen weg. Für ein Epic Pet. Und ich krieg jetzt ein Pink-Bellied Narwhal. Oh, cool. Und dann die hier noch fusen. Und dann krieg ich mein nächstes Epic Pet. Golden Phoenix. Oh, das sieht auch fett aus. Okay, dann kann ich jetzt mal auf Equip gehen. Nehme den und den raus und den rein. Jetzt sind meine Pets ein bisschen stärker. Ich fahre ein bisschen schneller, was ich auch brauche. Für diese Region brauche ich auch Epic Pets, weil ihr merkt, wie langsam ich die Kristalle hier destroye. So, jetzt kann ich aber das nächste Eck öffnen und bekomme ein Terra-Dino. Okay. Oh, wir sind ja gerade im Livestream. Leute, ich werde jetzt mal auf einen leeren Server gehen. Ihr versucht mir nachzujoinen. Und versucht mir bitte nur nachzujoinen, wenn ihr schon die Arktik hier habt. Und dann versuchen wir einmal hier über die Wand hochzukommen. Auch wenn ich der Meinung bin, da wird eine unsichtbare Wand sein. Und es ist wahrscheinlich nicht möglich, da hochzukommen. Aber wir können
könnt es einmal versuchen, uns hier übereinander zu stapeln oder hier übereinander zu stapeln, um da an das Ei oben zu kommen. Das machen wir einmal. Ich gehe kurz auf einen leeren Server. So, das ist ein leerer Server, auf den gehe ich jetzt rauf. So, und hier könnt ihr mir dann auch nachjoinen. So, ich muss Kristalle in der Wüste zerstören, das kann ich auch machen. Und ich glaube, ich kaufe mir hier auch ein bisschen Damage. So, ein bisschen Damage gekauft, kostet nichts. Und meine Pets farmen jetzt in den Desert. Und ich öffne einfach ein paar Uncommon Eggs, weil ich es mir leisten kann, weil ich es mir wert bin. Okay, hier ist jemand, der mit, alles klar, Ray. Scheint sehr gut zu funktionieren mit Layered Clothing bei dir. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier hoch und dann versuchen wir uns mal übereinander zu stapeln. Oh, ich rutsche auch immer ab. Auf dem Baum ist es nicht leicht, weil irgendwie, die haben den Baum rutschiger gemacht. Ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht. Ja, lass mich rauf, please, please, genau. Ja, ich will hier nicht abrutschen, ich will erstmal auf den Baum rauf und dann... Ah, Mist, ich habe den Sprung nicht geschafft. Oh, warte, neues Eck. Die Mission müssen wir natürlich machen. Oh, hier kommt ein Kristall. Sehr gut, dann packe ich meine Pets auch ran. Aber die schaffen das schon alleine. Genuss geht schon vorne, Leute. Nein, ich schaff's einfach nicht hoch. Leute, ich bin zu blöd. Ich schaff's nicht rauf. Jetzt wurde ich wieder runtergestoßen. Warum haben die den Baum rutschig gemacht? Das ist Absicht. Das ist Verbrauchertäuschung. Nein. Aber ich rutsche immer wieder runter. Man hat keinen Grip auf dem Schnee. Ah, oh, ich hab's geschafft, Leute. Okay, Leute. Jetzt müsst ihr es doch noch hierher schaffen. Ich bleib hier stehen. Da unten sind Sachen, aber die kann ich jetzt nicht einsammeln. Wir sehen uns an, wie der Super Crystal da abgebaut wird, da im Augenwinkel. So. So, yeah. Super Crystal abgebaut. 60% Bonus haben wir sogar geschafft. Wow. Das ist krass, wie schnell wir den abgebaut haben. Aber Leute, ihr müsst jetzt... als ob ihr es hier nicht rauf schafft. Okay, dann sammle ich die Sachen kurz ein. Dann sammle ich das hier einmal alles ein, weil... Bevor die Drops hier noch weggehen, schaut euch an, wie viel Geld ich jetzt bekomme. Ich kann mir von dem Geld dann ein bisschen hiervon holen. Bam, 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 bam. Dann kann ich noch schneller einsammeln. Und Gold in die Arktik habe ich mehr als genug verdient. So. Collect Drops mache ich jetzt auch noch voll easy. Guck mal, wie viele Drops ich collecte. Und voll. Dann das nächste. Und White Alpaca. Und das nächste ist Earn Gold in die Arktik. Und ich habe es wieder voll. Und die nächste Mission ist abgeschlossen. Und Crystals in the Desert. Okay, dann packe ich meine Pets mal rüber in die Desert. So, dann sammle ich hier hinten noch die Sachen ein. Weil hier liegen immer noch sehr viele Drops. Und hier am Rand auch. Und dann versuche ich hier nochmal raufzukommen. Aber Leute, ihr müsst jetzt auch hinterherkommen. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr bei dem zweiten Sprung versagt. Da überhaupt raufzukommen, finde ich am schwersten, weil der Baum so rutschig ist. Guck mal, ich habe versucht, Halt zu bekommen, aber es geht einfach nicht. Okay, ich habe es geschafft. Als ob, nein, jetzt habe ich selber nicht diesen Sprung geschafft. Ich bin ein Dummkopf, Leute. Man nennt mich auch Dummkopf, aber es ist auch extra schwer, hier hochzuklettern, wenn die anderen es auch versuchen. Weil man stürzt sich gegenseitig weg. Ich glaube, das wird ein Reinfall, Leute. Das schaffen wir nicht. Okay, wir brauchen noch eine dritte Person. Dann können wir rausfinden, ob es da eine unsichtbare Wand gibt oder nicht. Ray hat offensichtlich Probleme damit. Aber Spy könnte es schaffen. Komm, Spy. Konzentrierte Sprünge und schade. Los, Spy, du schaffst das. Oder es schafft niemand. Wir warten hier einfach, oder? Okay, Ray, auf uns rauf. Oh mein Gott. Oh nein. Okay, wir haben schon so hoch geschafft, aber ja, da ist eine unsichtbare Wand. Man schafft es nicht in die Richtung. Oh nee, da ist wirklich eine unsichtbare Wand. Ja, Luca, komm. Nein, stoß mich nicht runter. Ja. Ja, da ist eine unsichtbare Wand. Luca hat mich runtergeschubst. Was sollte das denn? Na gut. Okay, Leute, da ist auch eine unsichtbare Wand. Da kann man auch nicht abkürzen. Zu schade. Ich hätte mich echt gefreut, aber es macht auch Sinn, weil das scheint eins der besten Eier zu sein. Und jetzt einfach so ein schon Mythical Pet zu ziehen, wäre vielleicht ein bisschen overpowered. Ich öffne hier einfach noch ein paar Eggs. So, krieg das hier dann. Und dann muss ich Earn Gold in the Desert und das kriege ich ja easy hin. Oh, ich habe da gerade Geräusche gehört. Leute, hier ist ein Kristall. Da schicke ich mal meine Pets hin. So, meine Pets gehen da drüben abbauen, während ich weiter abbaue. Ey, der Kristall, bis ich das Ei... Hier, guckt euch da an, wie schnell die Kristalle hier abgebaut werden. Na gut, und jetzt kriegen wir hier unseren Bonus. Und ich habe hier oben auch wieder was. So, Return. Okay, Earn Gold in the Desert. Das kriege ich hin. So. Ich finde es schön, dass ich so viel Orb-Reichweite habe. Dann kann ich auch Orbs einsammeln, die einfach schon out of map liegen. Die man gar nicht mehr sehen kann. Oh, das ist auch ein richtig cooles Pad. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, wie heißt dieses Pad? Das sieht so cool aus. Leute, ich will das Pad haben. Bitte. Ich will dieses Pad. Ach Mensch. Man kann nicht alles haben im Leben, Leute. Wer ist das Spiel? Das Spiel heißt Collect All Pets. So, jetzt muss ich 500 Drops in der Wüste einsammeln. Das mache ich doch. Easy. Öffne währenddessen hier noch ein paar Sachen. Ich kann auch Auto-Hatch anmachen und dann einfach durchlaufen lassen. Oh, Auto-Hatch läuft sogar sehr schnell. Das finde ich gut. Oh nein, ich habe was Neues und ich krieg's nicht mit, wenn ich Auto-Hatch habe. Na gut, dann muss ich jetzt sehr aufmerksam sein. Und vielleicht muss ich gleich mal Auto-Hatch ausmachen. Aber ich weiß nicht. 4,07 Millionen, 4,04 Millionen, 4,01 Millionen. Also, okay.
Oh, Elefant neu und ein anderes Pet, das ich auch wieder nicht mitbekommen habe. Okay, ich kriege das Geld nicht schneller rein, als ich es ausgebe mit Auto-Hedge. Aber ich kriege auf jeden Fall ziemlich schnell Pets. Das wird dann jetzt erstmal mein letztes Egg sein. Ich collecte jetzt weiter Drops in der Wüste. Weil sonst werde ich hier arm mit Auto-Hedge. Ich kriege ja gar nicht genug. Wo sind die anderen YouTuber in dem Spiel? Welche anderen YouTuber in dem Spiel? In dem Spiel hier bin nur ich. Ich brauche mehr Drops, Leute. Ich brauche mehr Drops aus der Wüste. Naja, wir fusen einfach mal ein paar Pets. Können wir ja mal machen hier, ne? Oh, Amethyst-Jellyfish. Wisst ihr was, Leute? Das Spiel finde ich so gut. Das macht mir Spaß. Hier kann ich Robux ausgeben. Hier ist es mir das auch wert, Fuse All Game Pass zu kaufen. Für 399 Robux kann ich das mal machen. So, Fuse All Game Pass ist jetzt gekauft. Und jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie das geht. Ich klicke mal auf Fuse All. Und dann sage ich, ich drücke einfach mal, ich will nicht Epic fusen. So, so. Und dann Fuse All. Und yay, Epic Pets. Okay, ich habe verstanden. Und ich will Epic Pets fusen. Und dann fuse ich einen Gorilla, okay. Das heißt, standardmäßig sollte man... Und equipped aus... Okay, das macht Sinn. Okay, verstanden, Leute. Dann gehe ich auf Equip und nehme dich raus und dich rein. Genau, dich will ich gerne drin haben. So, und die nächste Mission ist es jetzt... Earn Gold in the Meadow. In the Meadow kriege ich schnell Gold. Wobei, 70.000 ist eine Menge. Versucht mal, 70.000 Gold zusammenzukriegen. So, 800 Drops sind auch eine Menge. Wie soll ich denn 800 Drops zusammenbekommen? Naja, wir sammeln trotzdem einmal... Ich habe 112 Pets, brauche 120... Das heißt, wenn ich jetzt nochmal alles zusammenfuse, was ich fusen kann, und ich fuse mal keine Epic Pets, dann... Okay, jetzt fuse ich doch Epic Pets. Okay, ich habe jetzt verstanden. Jetzt habe ich verstanden, wie das läuft. Jetzt habe ich noch eine Krabbe. Jetzt habe ich 116 Pets. Und dann kann ich den unequippen. Und jetzt bin ich fast voll mit Epic Pets. Und jetzt farm ich auf jeden Fall schneller. Ich meine, ich habe jetzt fast ein Full-Team aus Epic Pets. Wahrscheinlich noch eine Fuse-Reihe, dann bin ich durch, habe die nächste Region und dann habe ich nur noch Epic Pets in meinem Team. Das Spiel ist ziemlich gut gebalanced, finde ich. Ich hätte wohl jemand Mathematik gemacht, der das Spiel erstellt hat. Naja, earn Gold. Ja, Gold können wir earnen, aber viel schneller geht das doch hier in der Arktik. Also gehen wir auch in die Arktik rüber. Ich kaufe mir hier noch so ein bisschen Drop Range und öffne noch ein paar Eggs mit Auto Hedge. Free Egg. Oh ja, Daily Egg. Stimmt, ihr habt recht, Leute. Ich muss mir das Daily Egg gönnen. Ihr habt so recht. Und hier kommt gerade ein Kristall. Dann packe ich natürlich meine Pets hier an den Kristall in der Wüste. Oh Gott, der Kristall wird abgebaut, bevor er überhaupt da ist. Aber egal. Das Daily Egg habe ich vergessen. Oh mein Gott. Was kriege ich aus dem Daily Egg? Ich bekomme... Hazy Dragonette. Okay. Okay, okay, okay. Gehen wir mal rüber. Wenn ich da bin, ist der Superkristall abgebaut. Ich habe jetzt 1,4 Millionen Coins. Also ich habe heute schon eine Menge ausgegeben. So, und jetzt sammeln wir hier mal ordentlich ein. Schön am Rand lang laufen, damit ich da alles bekomme, was so außerhalb der Map rausgeflogen ist. Earn Gold in the Arctic. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ich laufe hier einfach rüber und dann kriege ich schon Gold in der Arktik. Lass ich meine Pets in der Arktik abbauen und es geht noch schneller. So, das sind aber auch alle Drops, die in der Arktik gelandet sind. Alles klar. Na gut. Dann sammeln wir hier noch ein bisschen was ein. Jetzt haben wir schon wieder 2,1 Millionen. Und wenn ich das hier am Ende einsammle, dann bin ich steinreich irgendwann. So, hier nochmal die Drops einsammeln und wir sind jetzt durch, oder? Ja. Gold in die Arktik. Jetzt earn Gold in the Desert. Oh, ich will kein Gold in the Desert earn. Die Desert ist doof. Aber egal, wir öffnen jetzt noch ein paar Eggs und dann haben wir es gleich. Graceful Unicorn. Wer ist das Spiel? Das Spiel heißt Collect All Pets. Okay, so, jetzt gehen wir einmal wieder auf Fuse All. Und dann haben wir doch bestimmt gleich genug zusammen. Continue. 120. Genau auf den Punkt getroffen. Alles klar. Sehr, sehr, sehr gut. Dann sammeln wir hier wieder ein bisschen was ein. Earn Gold in the Desert. Oh, und dann noch ein neues Pet bekommen. Aquatic Hatchling. Das sah sogar ganz cool aus dafür, dass er ein Hatchling war. Aber wir haben jetzt die neue Region, den Beach haben wir. Und dann gucken wir uns natürlich den Beach an. Was gibt es hier? Hier gibt es... Huch, nicht das, sondern ich will meine Pets zum Beach schicken. Hier gibt es das Rare Egg, das ich jetzt einfach so kaufen kann, endlich für 160.000. Eine Honeybee, die hatte ich schon mal. Diese Struktur sieht lustig aus, da steht auch Open. Ah, ich hab's mir schon gedacht. Und dann hat man hier eine Abkürzung vom Spawn aus. Und so öffnen sich diese Höhlen. Das macht Sinn. Und hier drin, wenn man das dann öffnet, ist ein Ei. Und in dem Ei ist ein... Feierling! Cool! So, jetzt weiß ich, was es mit diesen Höhlen auf sich hat. Sehr gut. So, hier in der Hütte ist natürlich... ein Epic Eye. Und in dem Epic Eye befindet sich... Gorilla. Den hatte ich aber schon. Schade, dass ich den schon hatte. Ist auf jeden Fall cool. Weil jetzt kann ich schon Baby Hamster unequippen und den Gorilla equippen. Ich habe drei Gorilla, Leute. Ich habe drei Gorilla. So. Ah, hier ist noch ein Ei im Wasser versteckt. Das sammeln wir ein. Und da ist noch ein Fireling drin. Okay, leider kein neues Pet. Aber jedes Pet ist gut. So, was gibt's noch? Ein Pet-Equip-Slot, den gönne ich mir natürlich. Und equippe dann, den Fireling. So.
Dann öffnen wir noch das Ei. Ich habe das Gefühl, mir wurde mal in die Kommentare geschrieben, dass man irgendwo hier bei der Brücke... Ja, Brücke, haben sie gesagt. Hier steht ein Code. Und den Code müssen wir eingeben. Das wurde mir in die Kommentare geschrieben. Ich weiß nicht mehr von wem. Aber den Code gebe ich jetzt einmal ein. So. Und der Code ist 4815162. Ehrenlos, ehrenlos. 62342. Check-in Code. Und ich habe noch eine Stunde Goldboost bekommen. Perfekt. Jetzt habe ich einfach 2 Stunden Goldboost schon drin. Collect Drops in the Arctic. Okay, muss ich zurück zur Arktik. Aber ich collecte erstmal hier die Drops aus dem Beach, weil da ist Geld drin und das Geld brauche ich, weil ich eben ziemlich viel Geld ausgegeben habe. War das eigentlich schon alles, was ich hier finden kann? Ja, muss es doch noch mehr geben, oder? 500 Drops, es dauert ein bisschen, bis ich die habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt so alle Secrets von Beach, weil ich meine, ich habe hier 3 Eggs gefunden und einen Code gefunden. Das ist eigentlich genug für so eine Region, das muss ich den Spielmachern lassen. Na gut, viel mehr Secrets gibt es hier dann nicht. Und dann würde ich sagen, das war's erstmal mit Collect All Pets. Wenn euch hierhin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!